Die private Altersvorsorge in Deutschland, die Riester-Rente, war gut gemeint, aber leider schlecht gemacht. Hohe Kosten, geringe Renditen ist das, was wir momentan als Verbraucherinnen und Verbraucher sehen. Profitiert haben die Anbieter mit hohen Vertriebs-, Marketing- und Provisionskosten. Inzwischen gibt es einen politischen Konsens unter den Parteien und das hat unser Deutscher Verbrauchertag klar gezeigt. Egal, ob es die Aktienrente, die Doppelrente, der Bürgerfonds oder die Plusrente ist. Alle Parteien eint der Wille zu einem Neustart. Wie kann dieser Neustart aussehen? Der Verbraucherzentrale Bundesverband schlägt vor, ein öffentlich organisiertes Vorsorgemodell einzuführen. Über die Arbeitgeber zahlen wir ein. Wer nicht dabei sein möchte, kann Nein sagen. Ein öffentlicher Träger schreibt den kapitalmarktbasierten Fonds aus und gewinnt dadurch geringe Vertriebskosten und hohe Renditen für Verbraucherinnen und Verbraucher. In Schweden, in Großbritannien, in Kalifornien funktionieren solche Modelle schon sehr, sehr gut. Und darum brauchen wir einen Neustart in der privaten Altersvorsorge in Deutschland.